So, jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Anmerkungen. Also das Ganze funktioniert ja letztendlich schon mal so in der Grundfunktionalität. Und zwar zwei Sachen. Einmal müsst ihr natürlich jetzt noch mit angeben, wenn dieser Container dementsprechend nach unten gefahren wird, dass sich der Container letztendlich auch auf die Höhe verändert. Das heißt, wir machen nochmal Animate Height und setzen ihn dann dementsprechend auf 100 Pixel, geben dem Ganzen dann mit jQuery noch einen Overflow hin mit. Dann ist auch dieses Ding mit den Scrollbalken hier geklärt. Natürlich müsst ihr dann eine zweite Variable einbauen. Ihr müsst dann einmal die Höhe des Inhaltscontainers abfragen und wenn ihr den Container wieder einblendet, dann dementsprechend auf die Höhe, wie eben dieser Inhaltscontainer am Anfang war. Das nächste, wenn ihr das Browserfenster, also wenn das Browserfenster in der Höhe oder in der, also ausschlaggebend in der Höhe verändert wird, müsst ihr natürlich nochmal ein Fallback einbauen. Das heißt, das Ganze quasi überwachen, wenn sich diese Höhe ändert, dann müssen die Variablen neu gesetzt werden und dieser Container einfach neu positioniert werden. Weil sonst passiert Folgendes: Wenn ich die Seite dann dementsprechend verändere, dann positioniert sich natürlich dieser Container nicht. Es sind eigentlich zwei Kleinigkeiten, die noch zu machen sind. Die muss jetzt, glaube ich, hier nicht mehr erklären. Also wer so weit mitgekommen ist, der sollte eigentlich diese zwei Dinge auch noch geregelt bekommen. Im Endeffekt haben wir alles, was man dazu braucht, schon reingeschrieben. Um das nochmal ganz kurz zu zeigen, wir haben jQuery geladen, vorzugsweise eben über die Google APIs, weil sich jQuery dann möglicherweise bei einem Besucher schon im Cache befindet. Zumal das etwas ressourcenschonend ist für euren eigenen Traffic. Als nächstes haben wir dann die aktuelle Inhalts-, also die aktuelle Höhe des Bodies, des Browserfensters abgefragt, haben gesagt, okay, der Status dieses aktuellen Inhaltscontainers, unser Site-Wrapper, also quasi der Div-Container, der den Inhalt später hält, der ist geöffnet, klar, logisch, dieses Ding ist beim Betreten der Seite immer sichtbar. Und wenn du auf den Link Header mit der ID Header klickst, dann passiert Folgendes: Wenn Status ist gleich offen, dann fahre den Seitenwrapper genau um die Höhe des Browserfensters letztendlich nach unten, minus 100 Pixel, weil wir wollen natürlich dementsprechend noch ein bisschen was zu sehen haben. Danach sollten wir den Status natürlich auf geschlossen abändern, ist auch klar. Und wenn eben nicht geschlossen, wenn eben nicht offen, sondern geschlossen, dann macht das Ganze letztendlich einfach nur rückgängig und zwar fahr wieder nach oben 100 Pixel und das ganze Ding ist wieder offen. Da müssen wir jetzt im Endeffekt, müssten wir dann einfach nur noch mal die Höhe festlegen. Das heißt, wir verändern nicht nur die Position, sondern auch die Höhe von diesem Site-Wrapper dann auf 100 Pixel und geben dann noch mal dem Site-Wrapper mit dem nicht Animate, sondern CSS-Tag Overflow Hidden oder irgendwas mit. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Und das Ganze machen wir dann natürlich hier unten dann auch wieder rückgängig. Dann ist auch dieses Problem mit den Scrollbars gelöst. Abfrage zur Veränderung des Browserfensters findet ihr, glaube ich, über Google genügend. Da muss ich, glaube ich, keine Auskunft geben. Das wäre nochmal so ein eigener Part. In diesem Sinne, vielleicht hat es ein paar Leuten geholfen. Vielleicht sind ein paar Anregungen mit dabei. Wie gesagt, einfach nur rau runtergerissen, ohne irgendeine Vorbereitung, kann man mit Sicherheit nochmal eleganter lösen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. In diesem Sinne, einen schönen Abend und macht's gut.